Zwei Wochen vor der Bundestagswahl besuchte Witten Hannelore Kraft und der Himmel klarte auf. Die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen wurde begrüßt von der Wittener Bundestagsabgeordneten Christel Humme und dem Bundestagskandidaten Ralf Kapschak. Doch wo ist er geblieben? Ah, so viel Zeit muss sein, oder? Natürlich. IKEA Family wartet. Steht da drüber. Hallo. Unser Kandidat, da kommt er gerade. Ja, da ist er. Hallo. Ich bin ja vom Plakat. Noch schöner. Ja. Gemeinsam mit der Landesmutter verteilten Humme und Kapschak rote Rosen an Passanten am Berliner Platz und in der Bahnhofstraße. Das ist aber eine gute Idee. Schön. Wo war das denn? Ja, geht. Ja, vor ein paar Jahren war das. Ja, aber ja, ich hab mal hier verletzt, mein Freund. Ich hör mal nach. Lothar. Ja, danke schön. Auch die Bürgermeisterin Sonja Leidemann begrüßte Hannelore Kraft auf dem Berliner Platz. Sag mal, Wetter ist immer vor Ort zuständig, ne? Wir gehen am 22. Dankeschön. Hier möchte jemand hier ganz schnell sehen. Kraft traf auf Menschen, die zufrieden sind. Hallo. Ich finde die ganz toll. Ich hoffe doch. Ja, nein. Ich mein Bestes. Ja, können wir noch Fragen beantworten, irgendwas an Themen, was Moment wichtig ist bei der Bundestagswahl? Respekt gebührt dem Amt, aber nicht mir als Mensch. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Nee, das ist zu bleiben. Dankeschön, alles Gute. Andere schilderten ihre Sorgen, wie die von der Schließung bedrohten Opalaner, die an ihre Probleme erinnerten. Die Kaufkraft in der Industrie. Und da eben halt in dem Preis mit dem Haus noch festgestellt, die Armutsspirale dreht sich und sich dreht sich immer weiter. Wir haben ja das Problem, dass industrielle Arbeitsplätze gefährdet werden, auch durch die Politik der Bundesregierung. Wir bitten Sie, zur Wahl zu gehen. Ja, natürlich. Das wäre ganz wichtig, weil das ist eine richtige Wahl. Und das Duell gesehen? Nein. Ja, also, sehr gut. Naja, da sind noch mal ein bisschen die Unterschiede deutlich geworden, weil die Ausrichtung ja, ist ja schon dabei. Aber Sie wissen, Sie wissen vorher schon Bescheid. Rot ist meine Farbe. Sehr gut. Danke, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Guten Morgen. Bitten darum, dass Sie wählen gehen. Christel Humme ist seit 15 Jahren Mitglied des Deutschen Bundestags für den Wahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis 2. Ja, ich bin auch noch da. Ich wähle jedes Jahr. Ja, guten Morgen zusammen. Hallo. Die Jungen zuerst. Hallo. Wir haben auch noch einen Röschen, unser Kandidatenschüler hier. Hannelore Kraft nahm sich auch Zeit für ein persönliches Gespräch abseits des Presserummels, bevor sie auf dem Rathausplatz eine 20-minütige Rede hielt und aus Witten zu der nächsten Veranstaltung eilte. Die gesamte Rede finden Sie im YouTube-Kanal von Antenne Witten. Ich begrüße die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft. Hannelore Kraft ist hier, weil wir am 22. September Bundestagswahl haben. Ich freue mich mal wieder hier vor Ort zu sein. Das Wetter hat jetzt endlich aufgeklärt. Es war ein bisschen schwierig. Ich hoffe trotzdem, dass wir mit unseren Botschaften durchdringen können, denn wir sind kurz vor der Bundestagswahl. Ralf Kapschak ist der Kandidat hier vor Ort. Und bei dieser Bundestagswahl geht es um viel. Es geht darum, dass wir dafür sorgen, dass es gerechter und sozialer zugeht in Deutschland.